Hallo und willkommen. Ich bin MK3. Wie ihr seht, ist natürlich nochmal Zeit für Warframe. Und weiter geht's auch mit der Sands of Inaros Questreihe. Ja, und jetzt sollen wir vollziehen bzw. erfüllen die Prophezeiung auf dieser Urne. Okay. Ja, also man muss sie auch anziehen. Also soweit habe ich es auch schon mit rausgekriegt. Ja, man muss sie auch tatsächlich hinten auch equippen. Sonst, weil nicht umsonst wurde gesagt, ihr nehmt das Ding gefälligst mal mit. Und dann soll ich die... Kann ich mir die genauer ansehen? Kann sie mir vorne genauer ansehen, aber gucken wir uns die nochmal genau an. Ich meine, da ist ja durchaus vorne abgebildet. Und ich würde sagen, für jemanden, der jetzt vielleicht was an Augen hat, das Ding sieht fast aus wie so ein Kopf von so einem... Korpusfred. Ist die Frage, ob damit ein spezieller Korpusfred gemeint ist. Ha. Und so hätte ich gesagt, vielleicht ist das ein Boss damit gemeint. Das kann ich mir aber nicht vorstellen, weil woher weiß die Urne, dass dann und dann der Boss rumlaufen wird. Nun, ich würde sagen, wir machen mal was Geschicktes. Wir gehen einfach mal los. Wir gehen einfach mal am besten, wo viele Korpus sind. Wo sind viele Korpus? Jetzt nicht zu hochlevelig. Ich meine, Phobos, puh. Vergleichsweise wäre jetzt natürlich Uranus womöglich. Nee. Tatsächlich wäre Uranus ein bisschen hoch dafür. Gehen wir ein bisschen runter. Wobei ist auch Grenier, wollte ich gerade sagen. Vielleicht Jupiter oder sowas. Korpus und so. Ja, am besten wir. Weißt du, gehen wir nach Alat V. Nee, muss nicht sein. Wir wollen kein Boss hier finden gehen. Spy-Mission vielleicht? Exterminate-Mission? Da werden wir auf jeden Fall sehr viele verschiedene hoffentlich sehen. Aber vielleicht nicht genug. Vielleicht einfach eine Survival-Mission. Eine Survival-Mission ist eine gute Idee vielleicht. Einfach mal Survival mal ein bisschen. Vielleicht finden wir den passenden Typen dann. Und vielleicht sagt ihr ohne miteinander so, ey, hast du gut gemacht, Junge. Und jetzt sieh zu, wie du Land gewinnst. Irgendwie sowas. Ich meine, bei Survival-Missionen hat man auf jeden Fall genug Korpus am Start. Alter, komm, wir lassen den Bogen ruhig. Weil die Gift explodiert. Beziehungsweise ist ja ein Einschlagbogen. Da macht ja durchaus Sinn hier bei der ganzen Sache. Naja, gut. Machen wir das mal. Fühlt sich fast wie zu Hause. Mit einem coolen Wind hier. Könnte Sandsturm sein, beinahe. Farblich gesehen. Nice. Gut. Da kommt schon das erste Gesocks hier. Benutzen wir ruhig mal unseren fiesen Bogen. Nee, Bogen. So. Und mein Hundi tut auf den Leuten über die Waffen abreißen. Das heißt, wir haben da viel weniger Probleme mit. Nein, tust du nicht. Und nicht alle ausholen hinter mir und mich hinterrücks kaputt schlagen. So jetzt haben wir gerade gar nicht. Oh. Crewmates. Tote Crewmates. Gute, selbst wenn ich die gar nicht treffen sollte. Irgendwas werde ich schon erwischen. Und dann geht es auf jeden Fall los. Ausgezeichnet. Mehr Gift. Mehr Gift. Crewmans, hä? Alles Crewmans. Ich ertöte jetzt irgendwie auch nur immer die gleichen. Kann das sein? Wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall genug Sauerstoff. Oder muss ich vielleicht doch wirklich einen Boss töten? Wird es das am Ende dann sein? Wisst ihr, wir können auch mal langsam ein bisschen fieses Zeug anfangen. Einfach alles auffressen gehen.
Ich hoffe nur, falls der Richtige dabei ist, dass ich das irgendwie auch mitbekomme. Das wäre sonst ein bisschen doof, ne? Wenn das Spiel so ein bisschen hinterrücks geheim hält und sagt dann, nö, ich sag dir schon nicht, wann es soweit ist und ob das der Richtige war. Hoffentlich sagt die Urne mir dann, ey Junge, du hast den Richtigen gekillt, du kannst gehen. Das wäre gut. Komm her! Vielleicht muss ich wirklich den normalen Cernus sogar noch mitnehmen. Den Raktor-Cernus vielleicht sogar. What? Okay. Baro hat gemeint, die Urne hätte sich verändert, irgendwas? Okay, ich habe irgendwas gekillt, was also richtig war. Aha. Ich weiß ja jetzt nicht genau, was es war, aber es war auf jeden Fall einer von den Freds, die umgelaufen ist. Und da so viel Lichteffekte um mich rum waren, wusste ich jetzt nicht, ich sag nicht, ob das jetzt von der Urne kommt oder von was anderem. Aber hey, wenn das die Urne will und so, dann können wir ja gleich gehen. Am besten, wir klicken hier noch ein bisschen was an. Ich habe eh noch Lebenspunkte, wie bescheuert. Ich meine, puh. Aber ich merke schon, dass ich relativ... Ich meine, die Typen machen ja nicht viel Schaden, ne? Aber trotzdem, man merkt schon, dass das so am 100 Zergen ein ist. Hier hat hier der Schaden. So auf die lange Sicht gesehen. Am besten, wir fangen mal an, fieses Zeug zu tun, nämlich... Fokussen wir uns mal ein bisschen. Und Power. Und die dann auch. Schon bin ich wie fast voll. Und ich auch. Werdet gefressen von meinen Sandkäfern und so. Aber ich bin wieder voll. Shit. Na dann. Nope, machst du nicht. Na gut, wir müssen noch 2-3 Sekunden aushalten, dann haben wir schon geschafft. Mensch, das sieht gut aus. Na komm, 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 komm. Also okay, ich sollte irgendeinen Korpus töten und es ist auch irgendein Korpus gewesen. Okay, okay, okay. Schon mal gut zu wissen. Schon mal gut zu wissen. Ich glaube, wir haben es gleich. Der Sauerstoff sieht immer noch sehr, sehr gut aus. Ich glaube, wir können gehen. Ja, wir sind fertig. We are done, wie man so schön sagt. Ich dachte, jetzt gerade kommt ein Laserturm, der mich erschießt oder irgendwie so was Fieses. Nein, nein, nein. Ich soll runter rauf. Ne, ich muss, glaube ich, um die Ecke nur. Und dann bin ich auf dem Weg nach draußen. Yeah! Freiheit! Freedom! Doch, ja. Ich wollte gerade sagen, Freedom, doch, ja, doch. Oh, wir haben es geschafft. Ausgezeichnet. Mhm. Gut, der Loot ist jetzt irrelevant, aber gut, dass wir jetzt gesagt bekommen haben, Junge, du hast es geschafft. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Aha. Gut, gut. The vessel, it's responding to your actions. Okay, also das Ding hätte also auf meine Sachen eben was sich reagiert darauf. Und wir haben. Oh, seht ihr unten die Animation? Ah, okay, okay. Ich muss also noch mehr von diesen Typen, wen ich auch immer da umgeklatscht habe, mehr von denen umhauen. Mehr von denen umhauen, damit sozusagen hier das Ding komplett erleuchtet wird. Oh, meine Fresse. Puh. Okay, wisst ihr was? Das kürzen wir an der Stelle mal ein bisschen ab. Wir springen jetzt mal zeitlich gesehen nach vorne. Ich gehe jetzt los, womöglich in die gleiche Mission wie eben. Hack wen auch immer da die ganze Zeit um. Und dann komme ich danach wieder und dann können wir ja sehen, was am Ende hierbei rauskommt, wenn ich hier, sag ich mal, sozusagen die Energie oder was auch immer diese Anzeige da gefüllt habe. Also, bis gleich. Tenno, look. The cliff. It's completely clear. And there's a new inscription. Return for him.
Return to the tomb so we can get past this superstitious nonsense and onto something worthwhile. Aha. Also haben wir was geschafft und das kann man auch deutlich erkennen hier unten. Das Symbol ist jetzt völlig aufgeladen. Das ist schon mal nicht verkehrt. Übrigens nur so als Tipp, ich war eben in einer Mission gewesen, nicht auf Phobos, das war auf, wo war es nochmal gleich? Auf Pluto, eine höherstufige Mission extra, habe ich mir mal ausgesucht, um mehr Korpus zu klatschen. Das war hier diese Palos Survival-Ecke und da ging dann ratzfatz, muss ich sagen. Da ging relativ fix alles von der Hand. Und nach 20 Minuten, ich glaube nach 15 Minuten war es eigentlich sogar schon vorbei. Und dann hatte ich dieses Teil da unten noch tatsächlich komplett aufgeladen. Ja. Das ist schon mal, sagen wir so, ich dachte, jetzt würde länger dauern, aber wie es aussieht, hat das alles zusammen doch dann gepasst. Und jetzt sollen wir auch scheinbar zum nächsten Teil hier weiter aufbrechen, hat der Bauer gemeint, von wegen, dass wir zurück zum Grabmal sollen. Ja, schauen wir mal. Aber das sehen wir dann halt im nächsten Teil hiervon. Von der Questreihe von Sands of Inaros. Okay, sei schon mal bis gleich. Kann man so sagen. Ja.